nicht gerade in der Bundeshauptstadt hier, ja, und trotzdem, trotz DFB-Pokale, gute Stimmung hier in der Halle, gut besetzt, ganz tolles Event, bisher kein Kampf, der enttäuscht hat, und hier ein Einlauf vom Feinsten, ganz voraus der Champion-Gürtel, danach Trainer Farid Chavari, und jetzt müsste danach eigentlich Omar Baki kommen. Und hier ist der Omar Baki. Bei diesem Gewicht mit 1,80 Meter Größe natürlich. Ein Kämpfer, der mit Sicherheit sehr übersichtlich arbeiten wird. Und da laufen sie ein. Die Ecke lacht schon beim Einmarsch. Da scheint gute Stimmung parat zu sein. Und der junge Mann spurtet hier zum Ring. Kann es anscheinend gar nicht erwarten, um den Titel zu kämpfen. Und ja, der ist eine Kante größer. Sportliche Geste am Anfang. Sehr, sehr gut. So wünscht man sich harten, guten, fairen Kampfsport. Die Jungs lassen im Ring wirklich die Fetzen fliegen. Ja, aber davor, danach und außerhalb des Rings trinken die wahrscheinlich auch mal ein Bierchen miteinander. Und vor allem so erfahrene Leute, die werden sich im Laufe der Jahre immer wieder über den Weg laufen. Ja. Und das sind meistens die Leute, die sich auch ganz gut verstehen und ganz gut miteinander klarkommen. So große Anomalitäten gibt es da gar nicht, wie man es immer gerne von außen rein interpretieren möchte. Diesen Kampf leitet wieder Goran Filipovic aus Singen, unser Topmann hier im Ring für die K1-Fights. Shake hands der Ecken, letzte Instruktionen. Gerade nochmal die Erklärung der Regeln. Im Falle eines Draw, also eines Unentschieden nach 3x3 Minuten, wird es nach K1 Rules eine extra Round geben, eine Verlängerungsrunde, die dann die Entscheidung in diesem Kampf bringen wird. Und ringfrei, Runde 1. Und zwei Hände treffen hart. Ja. Omar kommt hier immer wieder mit seiner Schlaghand immer mal wieder rein. Während Dardan eher versucht, mit Kicks zu arbeiten. Schon wieder eine linke, richtig schön gefangen. Hat ihn Omar schön mit der Linke abfangen können. Gibt ein wahnsinnig hohes Tempo. Immens hohes Tempo, ja. Kurze Ermahnung des Ringrichters, nicht nachzuschlagen. Schöne Treffer mit der Schlaghand. Norina aus der blauen Ecke, Linkshänder, und aus diesem Grund aber auch immer wieder offen für die harte Schlaghand von Omar. Ja, aber ich sehe ihn bisher sogar leicht vorne, also von den Treffern betrachtet. Die klaren Aktionen, zwar hier beim MMA Spirit Kämpfer, aber er schlägt mehr. Dada Morina immer wieder fällt in den Clinch, ins Festhalten. Schöner Uppercut von Morina jetzt rangekommen. Aber schönes Knie zum wieder, Kopf von Morina. Immer wieder. Schön drin mit guten Treffern. Diktiert den Kampf meiner Meinung nach aus der Ringmitte heraus bisher. Trifft mehr, ja, Marinas. Ja, schöne Übersicht, genau was ich vorhin gemeint habe. Ja.
scheint ein sehr gutes Auge zu haben. Oh, schöne Einleitung jetzt von Morina. Aber immer wieder Omar Bhatti aus der Ringmitte. Aus der Ringmitte. Arbeitet ganz gut. Auch die Low-Kicks immer wieder drin. Variiert auch ganz schön zwischen Körper- und Kopftreffern beim Boxen. Ja, versucht nicht nur Ende der ersten Runde. Ja, war sehr eng, die erste Runde. Vor allem wieder mal eine sehr temporeiche Runde. Ja, also wenn man da mal kurz ein Bier holen will, ja, dann ist man hier falsch. Ja, da kann viel passieren. Komplett falsch, ja. Ja. Wie würdest du jetzt die Runde werten, Andi? Also ich sehe Morina jetzt leicht vorne. Der hat zwar weniger getroffen, aber hat mehr Aktionen gebracht. Es kommt darauf an, wie die Punktrichter das sehen. Also die klaren Aktionen waren bei Bhatti, denke ich, die klaren Treffer. Aber ja, ich hätte jetzt auch den Bhatti knapp vorne. Hat sehr schön auch den Ring kontrolliert, hat immer wieder aus der Mitte herausgearbeitet. Hat es sehr, sehr gut gemacht, hat ihn ein paar Mal schön abgefangen, gut mit den Low-Kicks gearbeitet, variiert sehr gut. Ja, einigen wir uns auf ein Unentschieden, oder? Ja, ich denke auch, das wird wahrscheinlich 10-10 sein, ja. Und sonst müssen wir es über Schnick, Schnack, Schnuck ausmachen. Runde Nummer 2 in diesem Titelkampf über 3x3 Minuten. Und beide können es gar nicht erwarten, bis es wieder losgeht. Ja, genau. So habe ich es erwartet. Omar Bhatti sofort wieder mit guten Treffern. Aber Morina dreht jetzt mal ordentlich an der Temposchraube und kommt mit einer rechten Overhand Right schön durch. Wird aber ein bisschen zu leichtsinnig. Ja. Versucht ein bisschen zu viel rein. Immer wieder die Hände sauber drin. Immer wieder die Hände sauber drin. Clinchen natürlich mit beiden Händen verboten im K1. Wieder schön mit der linken abgefangen. Low-Kick-Duell. Ja, die drehen ordentlich an der Temposchraube, diese beiden Kämpfer. Da wird es nicht lange. Oh, schönes eingesprungenes Knie wieder. Sauber abgefangen und der Mundschutz ist draußen von Morina. Sauberer Treffer von Omar Bhatti, der immer wieder es schafft, Morina, wenn er rankommt, im Reinkommen abzufangen über gute Treffer. Und es geht weiter. Jetzt kommt er wesentlich besser in Kampf, der Bhatti. Also die Runde bisher sehe ich ihn vorne. Ja, obwohl jetzt Morina wirklich ordentlich an der Temposchraube dreht und auch wieder ganz gute Treffer setzt. Also man könnte jetzt nie sagen, dass es einseitig wird. Ein sehr packender Kampf, ein sehr spannender Kampf. Und wieder Clinch-Aktion von Morina, die illegal ist im K1. Die Regeln wurden beim K1 Max vor 2-3 Jahren geändert, dass das Clinchen nur noch... Oh, wieder ein schöner Uppercut. Von außen über die Innenbahn reingekommen. Wieder schön auf die Leber, nochmal auf die Leber. Und Morina clincht wieder mit beiden Händen. Da muss er aufpassen, dass er sich keine Verwarnung oder gar einen Punktabzug irgendwann einhandelt. Und was ich schon in der ersten Runde gesagt habe, Omar Bhatti variiert sehr, sehr schön. Immer wieder Körper, Kopf. Wird ich denke, nie das ist einseitig. Auch der Unterschied im Kampf. Der variiert schön zum Körper, wie du gesagt hast. Immer wieder gute Low-Kicks. Aber auch Dana Morina sehr, sehr stark. Immer wieder ein Vorwärtsgang. Also wer von den Zuschauern hier in der Halle heute hier nicht auf seine Kosten kommt, dann auch die Leute zu Hause an ihren Fernsehern und an ihren Rechnern. Da weiß ich auch nicht. Also hier sehen wir wirklich knallharte, gute K1-Action. Zwei Männer, die wirklich um den Titel fighten, die es wissen wollen, die den Gürtel mit nach Hause nehmen wollen. Wieder eine Ermahnung. Jawohl. Und Bhatti bleibt wieder bei seiner Linie. Variiert Körper, Kopf, kommt immer wieder auf der... Von außen über die Innenbahn rein mit Aufwärtshaken, arbeitet schön und sauber und Ende der zweiten Runde.
Und auch die Ecken werden jetzt immer witziger. Andi. Viele Kommandos aus den Ecken, ja. Ja, diese Runde, Andi. Nee, da sehe ich jetzt hier Bucky vorne, muss ich sagen. Also durch eben die Körpertreffer variiert sehr schön. Und Morina ist sehr emotional, aber er ist konditionell stark. Aber es, ich denke mal, dass der Bucky von der Erfahrung her auch ein bisschen mehr drauf hat, kommt es mir so vor. Also er behält irgendwie besser die Übersicht im Kampf. Also ich finde auch, dass Omar hier einen sehr, sehr guten Kampf liefert, hält konsequent an der Linie fest, ja, arbeitet wirklich ganz konsequent, setzt die Anweisungen in seiner Ecke sauber um, wird nochmal hingewiesen, ihn kurz abzutrocknen, und es geht in die dritte und letzte Runde. Und jetzt geht's um die Wurst. Und Morina muss nicht nur an der Temposchraube weiter drehen, sondern er muss wirklich bessere Treffer setzen. Fängt wie in den ersten beiden Runden wieder. Schön abgefangen mit der linken. Linker Haken. Ja, fängt jede Runde verdammt stark an, dreht ein hohes Tempo. Immens hohes Tempo, ja. Das wird er halt über die 3 Minuten wahrscheinlich nicht halten können. Fängt jetzt auch an zu variieren, aber wieder diesen Clinch mit beiden Händen am Kopf. Wäre nicht so klug, wenn er da eine Verwarnung riskiert. Ja, ein Punktabzug kann da viel ausmachen. Jetzt wirklich sauberer Schlagabtausch, harter Schlagabtausch von beiden Kämpfern. Beide stehen Kopf an Kopf. Aber wieder Omar Bucky immer aus der Ringmitte heraus und dann Morina immer eigentlich mit dem Rücken zu den Seilen. Bringt dann überfallartig Aktionen. Ja, und es wirkt darauf die Punktrichter natürlich anders, wenn einer immer von der Mitte aus aggressiv Druck macht. Natürlich. Also die klare Linie fährt hier auf jeden Fall Omar Bucky, der Mann aus Holland, in der roten Ecke. Immer wieder der Clinch von Morina am Kopf, der regelwidrig ist. Aber ich denke nicht, dass Goran Filipovic hier noch in der dritten Runde kurz vor Ende des Kampfes noch einen Punktabzug aussprechen wird. Der wird die Jungs selber entscheiden lassen. Jetzt fightet er zurück. Morina aber wieder, immer wieder der Thai-Clinch, immer wieder der Clinch mit beiden Händen am Kopf. Nicht so clever. Und Bucky wieder schön mit den Low Kicks. Meiner Meinung nach der Mann. Ja, schön zwar auf die Deckung, aber schön hoch zum Kopf. Da klingt es schon kurz, auch wenn die Hand dazwischen ist. Ja. Beide jetzt mit guten Treffern. Beide geben nochmal richtig alles. So war es nämlich ein Finish im Kampf. Ja, Morina braucht, denke ich, jetzt schon fast den K.O.-Schlag. Ja, den brauchen wir schon seit der letzten Runde. Ja, da müsste jetzt schon viel passieren. Ansonsten sehe ich da einen klaren, einstimmigen Sieg für den Mann aus der roten Ecke. Omar Bucky vom Team Beast of the East. Wieder schöne Hände. Aber kommt sogar durch mit der rechten. Ja. Also, Dardan Morina auf jeden Fall ein Mann, den man niemals zu keiner Sekunde im Kampf unterschätzen darf. Aber meiner Meinung nach wirklich Omar Bucky, der Mann, der einfach konsequent, dominant arbeitet. Und Ende der dritten Runde, Ende des Kampfes und auch das zweite Duell im K1 geht über die volle Rundenzahl. 9 Minuten harte Action für die Zuschauer in der Halle und an den Bildschirmen. Und Bucky zu Recht sehr siegessicher, sehr selbstbewusst. Und auch sein Trainer Farid Chabari. Ja, die wissen, glaube ich, schon. Ja, da muss man jetzt wirklich kein Lotteriespieler sein, um hier den richtigen Mann zu tippen.
Also auch wenn es beim Profiboxen ab und zu, aber ja, anderes Thema. Aber deswegen moderieren wir ja kein Profiboxen, wir zwei, sondern wir machen schön hier Gladiator Fighting Championships 2 in der Tauber Frankenhalle in Lauterkönigshofen. Jetzt hatte ich mal einen kurzen Hänger. Und das verstehe ich jetzt nicht. Nicht, dass ich es jetzt... Ich möchte jetzt auch nichts sagen, aber... Tja, so kann man sich täuschen. Wir Laien, ja. Die Millionen an den Bildschirmen haben es natürlich besser gesehen, ja. Ich hätte das jetzt als ein einstimmiges Punkturteil für Omar Bakki gesehen. Aber es geht in eine vierte Entscheidungsrunde. Da müssen die Leute fighten um den Titel. Jetzt geht es um die Wurst. Vierte, letzte Runde. Und der, wo jetzt hier die Oberhand behält, der hat das Ding, egal wie die drei Runden vorher liefen. Also die Karten sind neu gemischt. Oh, sauberer Treffer von Dana Morina. Nochmal. Ja, Morina hat halt jetzt die Chance bekommen, mit der er wahrscheinlich selber nicht mehr gerechnet hat. Richtig. Zweiter Wind, zweiter Frühling. Genau. Aber jetzt wieder. Schönes Knie. Schönes Knie. War nicht voll drin, aber war dran. Ah. Tja, und beide geben wirklich Gas. Wie die Feuerwehr. Wieder Omar Bakki schön mit den Händen im Ziel gewesen, wieder schön abgefangen. Und Morina die ganze Zeit im Thai-Clinch. Die 58. Verwarnung, ja, glaube ich, jetzt. Ja. Und gerade jetzt in so einer Entscheidungsrunde, ja, also da sollte sich wirklich dran halten. Und jetzt wieder Omar Bakki, der Mann, der aus der Ringmitte arbeitet, der sauber mit Konzept arbeitet. Ja. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum die Punktrichter das hier unentschieden gegeben haben. Ja, egal, ob es ein Majority Draw war oder was auch immer. Ja, aber wie man diesen Kampf, die ersten drei Runden unentschieden geben kann, ist mir ein Rätsel. Jetzt wieder in der zweiten Hälfte der Entscheidungsrunde, wie in den anderen Runden. Dana Morina wieder mit dem Rücken an den Ringseilen. Omar Bakki im Vorwärtsmarsch, aus der Ringmitte agierend. Trifft jetzt auch klar. Aber die Runde sehe ich sogar ausgeglichener wie die Runden davor. Ja. Morina ist konditionell immens stark, also läuft ein sehr, sehr gutes Tempo. Aber jetzt immer wieder Hände im Ziel von Omar Bakki. Schöne Dreierkombinationen. Ja. Schon der Mann, der viel übersichtlicher arbeitet und die besseren Treffer setzt. Dana Morina, ein regelrechtes Konditions- und Arbeitstier, der hier natürlich die Chance im Endspurt um den Titel wittert, aber sich halt viel zu sehr in die Ringseile drängen lässt mit dem Rücken. Es klammert. Kommt mir so ein bisschen vor wie Jugend gegen Erfahrung, der Kampf. Ja, guter Vergleich. Den trifft sehr, sehr gut. Noch 10 Sekunden in dieser vierten Runde. Und jetzt definitiv das Ende des Kampfes nach 4 Runden. Und ich bin gespannt. Ich werde mich überraschen lassen. Überrascht war ich schon. Ich sage jetzt nichts mehr. So, wir reden jetzt nichts mehr. Genau. Soll doch einer von den Punktrichtern kommentieren. Nein. So kann es einfach sein, ja. So kann es wirklich sein. Drei Punktrichter. Und manchmal sehen es wirklich alle drei anders, je nach Blickwinkel. Ja, oder je nachdem, wo er die Gewichtung legt. Ja. Ihre Übersicht sieht, aber jetzt kommen die Punktrichterzettel zusammen. Beide Kämpfer in der Ringmitte, der Champion-Gürtel auch schon da. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt. Also ich tippe trotzdem auf die rote Ecke, ich sag's jetzt mal ganz frech, und sage, Omar Bakki müsste das gewonnen haben.
Jetzt bin ich gespannt. Gleich wissen wir mehr. Ladies and gentlemen, and now, winner by decision 3-0, Jordan Moreno! Jetzt ist die Party eröffnet. Ja, ganz tolle Szene in dem Ring. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Ja, man mag's eng sehen. Ah. Ja. Aber das jetzt gleich 58. Moment, was Kumpels passiert hier und was? Familie und alle den Ring stürmen. Ich glaube, wir werden die Punktzettel nochmal. Okay, jetzt wird's spannend. Wir haben unser erstes richtiges Erlebnis heute Abend hier neben den Kämpfen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Anscheinend hat es vielleicht einen Fehler bei der Verlesung des Urteils gegeben. Und jetzt bin ich gespannt. Wir kommen das jetzt von hier unten nicht. Ein Fehler bei der Verlesung des Urteils. Wahrscheinlich ist Ihnen das nach 3 Runden auch schon passiert. Ja, also das war jetzt natürlich suboptimal, möchte ich es mal bezeichnen. Ja, in einem Titelkampf hast den falschen Sieger zu erklären. Man kann sich natürlich vorstellen, was wir jetzt hier im Ring, am Ring, um den Ring für eine Stimmung haben. Jetzt gibt es hier Diskussionen, das muss alles nicht sein.